So, da sind wir schon hier zurück und wollen uns nun mit dem Wasserdrachen unterhalten. Aber jetzt bin ich hier und klugerweise runtergesprungen. Das war sehr unklug. Sehr, sehr unklug. Ja, da muss ich hier wieder runter, würde ich jetzt mal so sagen. Beziehungsweise dazwischen. Wie war denn das? Einen Tag nicht gespielt und schon. Wie war denn das? Erstmal runter. Runter, wieder hoch und dann springen. Genau. Geht auch. Ja. Was haben wir hier unten? Ein paar Schleime, die umgeliefert werden wollen. Und dann. Ach, wo geht's denn lang? So. Gehen wir Richtung. Ja. Ne? Oh, hier haben wir eine magische Dingsbumskiste, die wir gleich mal nach oben befördern wollen. Ich muss mal kurz den Ton also machen hier bei mir. So, weiter geht's. So, wir sind zurück bei Skyward Sword Fidui und machen uns gleich mal auf den Weg auf den Grund des Sees, um den Wasserdrachen zu sprechen, der unsere, ja, der die Flamme bewacht, um unser Schwert zu stecken. Aber vorher öffnen wir diese wunderschöne Kiste und erhalten ein Geschenk der Göttin. Oha. Es heißt, dieser legendäre, sehr seltene Schatz habe einst der Göttin selbst gehört. Und das ist schon der dritte, den ich davon habe. Den werde ich sicherlich irgendwann nochmal gut gebrauchen können. Und ich will jetzt runter ins Wasser, aber doch nicht hier. Oder doch hier? Ich komme doch von da. Deswegen will ich auf die andere Seite. Glaube ich. Ich sollte kürzere Pause machen zwischen meinen einzelnen Spielsachen. Wobei das auch nur ein paar Tage her sind, aber egal. So, hier wieder raus. Und dann. Ist das hier richtig? Sieht alles so gleich aus. Nee, von hier komme ich richtig. Genau, dann hätte ich doch auf die andere Seite gemusst. Es war also gar nicht so verkehrt, mein erster unfreiwilliger Versuch, da runter zu springen. Dann tauch mal ein bisschen. Und hier wartet auch schon so ein komisches Glühnsvieh auf mich. Da wollen wir doch gleich mal hinterher. Tschui, eine lustige Drehung. Lustige Drehung, lustige Drehung. Sehr lustig, ja. Und hierüber geht's. Was hast du uns zu erzählen, Madame? Oh, wir werden, glaube ich, gleich angegriffen. Nicht dieser Fisch! Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig! Okay. Wie gesagt, weiß ich auch nicht, was ich gegen diesen, gegen diese Fische machen soll. Ich vermute mal, da wo das X ist, einmal gegenschlagen und das hat scheinbar geklappt. Kann ich da jetzt rausspringen oder so? Zack! Jawohl! Das geht doch einfach.
Großartig, kein Zweifel, du musst der Auserwählte der Göttin sein. Okay, bin ich jetzt doch in die falsche Richtung geschwommen? Finden wir am Grund des Sees. Für mich ist das ein See und hier unten ist der Grund. So. Sind hier Steine, die ich wegbomben kann oder irgendwas? Nö. Sieht mir jetzt mal nicht so danach aus. Ich komme hier nicht weiter, glaube ich. Das macht wenig Sinn. Ich versuche nochmal. Auf der anderen Seite, ob ich dafür etwas finde. Weil hier sieht es erstmal nicht so aus, wenn ich hier richtig wäre. Selbst von hier komme ich auch. Oh Mann, das war blöd. So, nochmal runter. So, einmal um dich drehen, Link. Und dann, zack, rüber. Das üben wir nochmal. Das üben wir nochmal. So, nochmal runter. Und wieder hoch. Ja, weil geht doch. So, schwimm schneller. Vielleicht da kommt diese Lodge. Oh, ich sammle gleich wieder ein neues Herzchen ein. Wie Zaron so gewonnen? Nee, andersrum. Naja, egal, ich lasse es ihm rein. Und ich hoffe, ich werde jetzt hier richtig sein, wenn ich hier rüber springe. Autsch. Ich weiß nicht, was ich da berührt habe. Oh, was haben wir da unten? Da haben wir doch noch was Schönes zum Einsammeln. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Diese Steuerung ist nicht so schön. Ich steuere das Ganze, wie gesagt, nur mit der Wiimote. Ach man. So, komm. Ja, geht doch. Geht doch. War doch gar nicht so schwer. So, dann springen wir hier rüber. Oh, so natürlich nicht. Hand aufnehmen. Und dann. Oh nein. Das tut weh. Diese Steuerung bringt mich noch zur Weißglut. Das macht so keinen Spaß. So, weiten Anlauf, dass ich viel Zeit habe, um Maß zu nehmen. Und jetzt. Ja. Ein Raum. Dann schaue ich mal, ob ich hier richtig bin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. Oh, da haben wir wieder. Ah. Machst du hier falsch? Nee, komm, von hier komme ich doch. Aber hier unten war da noch irgendwas. Genau. Aber dieses Ding kriege ich, glaube ich, nicht kaputt. Oder etwa doch? Das will ich mal ausprobieren. So, komm her. Ah. Toll. Ah, doch. Okay, wir haben einen grauen Rubin. Yay. Aber den, was er da mit auf der anderen Seite. Oh mein Gott. Ich sage ja, ich sollte mir jetzt zumindest mal angucken, wo ich zuletzt war. Weil dann wüsste ich auch, dass ich von hier gekommen bin und nicht von der anderen Seite. Hey, hey. Egal. Wir sind ja inzwischen recht fit hier, was das Schwimmen angeht hier. Oder das Springen angeht. Und kommt dementsprechend schnell wieder zurück. Sage ich jetzt auch mal so. In meinem jugendlichen Leichtsinn. So, da sind wir. Ach nein, ich wollte gar nicht speichern. So, da bin ich jetzt auch schon wieder hier. Kann ich wieder runter. Oh Mann. An den Bomben vorbei. Und dann. Muss ich mal schauen, wo ich denn hier weiterkomme, ne? Hey, das klappt doch schon echt sehr gut, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts, da haben wir einen Stein. Oh, da haben wir es doch. Oh Mann, haben wir mal die Augen aufmachen. Dann hätte ich auch diese Tür gesehen, die nicht aufgeht. Toll, mal schauen, vielleicht kann mir jetzt. Okay. Endlich da. Ist ja die auch noch verfolgen müssen, nicht? Ja, das war nicht sehr schlau von mir. Gleich sind wir bei Wasserdrachen. Bitte warte einen Moment. Ja, ich habe auch unendlich aus Sauerstoff hier. Ich warte gerne. Oha, den Kopf als Schlüssel. Das ist doch mal was Neues. Die Tür wieder auf. Wir können rein. Und dürfen mit dem Wasserdrachen sprechen. Hier entlang. Ach was. Vielen Dank für diese sehr wichtige Information.
Oh Gott, meine Sauerstoff neigt sich mir Ende zu, aber wir sind schon da. Ich habe ein paar Sauerstoffbläschen für mich. Sieht erstmal nicht so aus, aber ich komme hier oben raus. Das ist gut. Ich kann bald wieder richtig atmen. Und Sauerstoff tanken vor allem. Puh, sehr schön. Das war nötig. Und hier haben wir auch schon den Wasserdrachen. Das ist er, das kleine Ding. Was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser Hort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen ja nicht einfach so herumplatschen und sagen, wie bist du eigentlich überhaupt hergekommen? Ich habe mich verlaufen. Bist du der Wasserdrache, will ich wissen. Ich bin in der Tat der Wasserdrache, Firone und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Nur der von den Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt, aber die Schuppe allein reicht nicht, um hierher zu finden. So. Der Kyo-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Was? Aber gut, du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Ganz genau. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim, hat mir eine Wunde zugefügt. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen, aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Hier ist überall Wasser. Na gut. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo die heilige Flamme findest. Nö. Du bist letzten Endes eben doch nur ein Mensch. Oh, na gut. Bring mir das heilige Wasser und ich zeige dir den Weg zur Flamme. Gut. Ich habe das verbliebene Wasser analysiert. Es kann nun mit der Aurasuche aufgespürt werden. Yay. Wir haben also wieder eine neue Aurasuche dazu gelernt, anzuschrieben. Gebieter, du besitzt keine Möglichkeit, das Wasser zu transportieren. Wir benötigen ein Gefäß. Toll, ich brauche ein leeres Glas. Folge diesem Weg in den Wald von Firone. Nun beeile dich, ich warte nicht gern. Okay, wir müssen also dort hinten rein. Ich werde gleich mal eine Flasche leeren. Ups, das war nicht so stark. Hoch, hoch, hoch. Und, oh Mann. Wieso bewege ich mich nicht einfach hier oben rauf? Ich glaube, da müssen wir gar nicht springen, ne? Genau, war ja klar. So, einmal eine Flasche. Die trinke ich doch gleich mal aus, dass ich dann auch Platz habe für mein... für das heilige Wasser, was wir sammeln müssen. Dann schauen wir mal. Oh, da sind Schmetterlinge. Da muss ich mal ein Lied spielen. Moment. Genau, so. Trotzdem will ich euch haben. Du hast einen Himmelsfalter gefangen. Ein weit verbreitetes Insekt. Manchmal hält es sich auch an seltsamen Orten auf. Genau. Und ich bin der Meinung, ich muss hier mein Instrument spielen. Jawohl. Und jetzt kriege ich um diese komische Stein. Boing, boing. So. Und außerdem meine Monsterklaue gefunden. Das sieht äußerst gefährlich aus. Die dritte. Wunderschön. So, was willst du mir denn erzählen, Kollege? Zeichnest du ein Symbol der Liebe an eines der mysteriösen Wände, wird es dir bestimmt besser gehen. Aha. Ist das eine mysteriöse Wand? Ich weiß es nicht. Ich wüsste auch nicht. Ja, okay. Ups. Ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt hier irgendwas an die Wand malen sollte. Na komm. Nö, das wird keine mysteriöse Wand sein. Na gut, lassen wir das. Oder haben wir noch eine andere mysteriöse Wand? Hier unten haben wir... Ich habe keine Ahnung.
Was haben wir hier denn? Also hier scheint das Wasser nicht zu sein. Sondern in die Richtung muss ich gehen. Hier schaue ich mich später nochmal um. Hier haben wir schon wieder diese Viecher oder sind das dieselben? Ne, das scheinen dieselben zu sein. Trotzdem will ich dieses Vieh hier haben. Komm her! Ah, komm her! Oh nein, er lässt sich nicht so leicht fangen. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn jetzt? Oh, nehme ich euch erstmal mit hier. Ach, euch kriege ich auch nicht. Ach, scheiß auf die Insekten. Ich gehe weiter. Richtung heiliges Wasser. Denn das ist mir jetzt wichtiger. Und das wird uns eher weiterbringen hier. Okay, Link schaut sich um. Hier könnte ja irgendwas Böses lauern in den Wäldern. Gebiete, ich habe dir jetzt etwas zu berichten. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Fiorone befinden. Bitte bestätige mir dies mit Hilfe der Karte. Ich bestätige das sehr gerne. Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Waldeingang? Was auch immer. Ja, super. Und jetzt? Man weiß es nicht. Ich, auf jeden Fall bekomme ich jetzt hier... Das sind immer so kleine Shortcuts, das heißt, ich komme jederzeit hier wieder zurück. Oha. Jetzt geht doch direkt noch mein Schwert. Und mach ihn von hinten fertig! Ah! Na gut, ich habe zumindest versucht, ja? Ah, komm! Der hält eine ganze Menge aus, wie der dicke Kollege. Aber er kriegt richtig schön was auf den Bauch, der auch hier etwas rumschwabbelt. Und er ist... Autsch! Erledigt, wollte ich sagen. So, wo haben wir denn unser heiliges Wasser? Das muss da hinten irgendwo sein. Gehe ich einfach mal diesen Weg hier. Komme ich überhaupt hoch? Ja, komme ich. Ohne Probleme, alter Sprinter. Der Sprinterlunge. Okay, ich habe leider kein Signal mehr hier. Das trotzdem werde ich mal hier... Oh! Ah, komm schon, ich will das Schwert ziehen. Oh mein Gott. Ah, hier muss man immer, je nachdem wie das Maul guckt, unser Schwert schwingen. Zum Beispiel jetzt waagerecht, horizontal. Horizontal, was richtig? Keine Ahnung. Ey, komm. Hey! Geht doch. Geht doch. Oh Mann. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Alter Schwede, man kann sich auch ein bisschen blöd anstellen. Ach komm, leck mich im Arsch. Du hast gewonnen. Ich habe hier einfach keinerlei... Oh, doch hier? Ah, aha. Muss ich hier etwa rein? Ist glaube ich nicht hier, da war nur ein kleiner Geheimgang. Ich werde mal hier hochsprinten. Ich werde zumindest versuchen. Oh oh. Dann vielleicht mal hier links schauen, ob ich hier irgendwo dieses blöde Wasser finde. Ich werde schon hier verfolgt, hier. Kurz im Prozess. Was hast du mir noch gegeben? Ein paar Rubine. Okay, da oben haben wir noch so eine Kiste. Wieso aber nicht rauf? Hier haben wir doch irgendwas. Ich höre doch schon. Ich höre es doch ausschlagen. Das ist in die Richtung, scheinbar. Müssen wir da etwa hoch? Sieht ganz danach aus. Und sind auch schon gleich da. Hoffe ich. Oh ja, oh ja, oh ja. Achso, ich muss diese komische Palme hier nehmen. Um hier etwas hin und her zu schwingen. Oh, und ich sollte etwas gerade schwingen, damit ich hier auch wieder ordentlich abspringen kann. Und zack. Ui, das war eng. Aber wir sind goldrichtig. Goldrichtig sogar. Was haben wir denn da? Ein Monster. Das war's für dich. Oh nein, oh nein. Ich höre Wespen. Ah, oh mein Gott. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich gegen die Wespen tun soll. Außer weglaufen. Ich werde mal versuchen, sie wegzupusten. Das habe ich noch nicht probiert. Aber... Das hat auch nur wenig Sinn. Ich will weg. Wo muss ich denn überhaupt hin?
Ich habe etwas Angst vor diesen Viechern. Achso, jetzt habe ich. Ich habe fast ihn fertig zu machen. Zack! Einmal schön reingestochen. Und das gibt mir auch gleich einen komischen Schädel hier. Einen goldenen Schädel. Das ist schön. Das ist auch schon mein fünfter. Das ist gut. Das ist sehr gut, würde ich sagen. Aber diese komischen Wespen, die machen mich hier ein bisschen fertig. Und mein Ziel habe ich auch außer Augen verloren. Aus den Augen verloren, so. Bin ich mal ein Stück zurück. Kann doch nicht sein. Bin noch von oben gekommen. Ja, ihr schon wieder. Ich habe doch gar nichts getan. Das greift ihr mich an. Keine Chance. Gegen die Vieh hat man keine Chance. Da hilft nur laufen. Wo ist denn das? Da unten oder was? Da haben wir nix. Ich gehe da jetzt erstmal wieder rauf. Das ist mir irgendwie am ehesten Richtung, die Richtung aus, wo ich hin muss. Alter Schwede, ihr blöden Wespen. Ihr macht mich doch so kaputt hier. Das regt mich auf. Hilfe. Oh, haut ab. Ich habe auch nichts getan. Oh nein, es kommt auch noch so ein Glibbervieh. Das mich einfach hier nicht mag. So. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Du bist... Und auch an hier mal kurz reinstechen und... Der Gegner ist Geschichte. Ach, du schon wieder. Och, alter Schwede, ich raste hier aus. Wo kommen diese Kackviecher her? Und was kann ich dagegen tun? Ich kann nichts dagegen tun, oder was? Das kann's doch nicht sein. Ah, hau ab. Es hilft alles nichts. Ich muss darüber. Ich komme ja nicht mal hoch wegen diesen blöden Viechern. Ey, alter Schwede. Ich muss hier hoch.